Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 44, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend eine Aktuelle Stunde. Sie wissen nicht, was Sie tun. Die Landesregierung wollte hessische Anteile am Flughafen Hahn an eine Briefkastenfirma verscherbeln. 19-3587. Das Wort hat die Frau Kollegin Wissler, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Denn Sie wissen nicht, was Sie tun. Unter diesem Titel haben wir diese Aktuelle Stunde beantragt. Denn Flughafen ist nicht gerade die Kernkompetenz hessischer Landesregierung, um es einmal vorsichtig auszudrücken. Mit dem Ausbau des Frankfurter Flughafens wurde eine gesamte Region verlärmt. Und der Flughafen Kassel-Calden ist nicht nur ungenutzt und teuer. Es gibt auch noch Ungereimtheiten beim Bau, die dringend aufgeklärt werden müssen. Warum beschäftigen wir uns heute mit einem Flughafen in Rheinland-Pfalz? Weil das Land Hessen 17,5 % vom Flughafen Hahn gehören, die es gerne loswerden würde, genauso wie Rheinland-Pfalz gerne seine Anteile loswerden würde. Und da kam der chinesische Investor, der eine zweistellige Millionensumme für den Flughafen bot, gerade recht. Doch offenbar hat in beiden Ländern keiner genau hingeschaut, und herauskam eine bemerkenswerte Posse. Vieles, was bisher über den Vorgang bekannt wurde, klingt abenteuerlich und wirft Fragen auf. Der Käufer, ein chinesischer Pilot, bietet einen zweistelligen Millionenbetrag, wohlgemerkt für einen Flughafen, dessen Mehrheitsanteile die Fraport 2009 für einen symbolischen Euro an das Land Rheinland-Pfalz verkaufte oder antrete, wie mancherorts zu lesen war. Die Passagierzahlen sind seitdem weiter zurückgegangen, und manche sagen, ohne Subventionen, vor allem an den Billigflieger Ryanair, wären sie nahe null. Aber der mutmaßliche Investor erklärte sogar, er wolle eine neue Landebahn bauen und dazu ein Altersheim und ein Luxushotel, wohlgemerkt an einem Flugplatz im Hunsrück mit sinkenden Passagierzahlen und enormen Schulden. Die Finanzierung wurde über einen Finanzinvestor aus Shanghai verbürgt. Es stellte sich allerdings durch SWR-Recherchen heraus, dass unter der Adresse lediglich verlassene Geschäftsräume und ein Briefkasten neben einem Reifenhandel zu finden ist. Und die angeblich erfahrene Handelsfirma des Käufers stellte sich als kleines Büro mit veralteten Computern und Kartons mit Drogerieartikeln heraus. Die Papiere zur Kaufanbahnung wurden von einem Bernsteinhändler aus Idar-Oberstein unterzeichnet, der offenbar mit dem chinesischen Investor befreundet ist. Ich habe halt unterschrieben, erklärte er dann auf Nachfrage der Presse, wie sein Name unter den Vertrag kam. Kann einen dieser ganze Vorgang irgendwie dubios vorkommen? Nein, kann es nicht, zumindest wenn man KPMG ist. Und das ist das Unternehmen, das mit der Prüfung beauftragt wurde, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, ein Weltkonzern. In deren Bericht ist nämlich nachzulesen, dass diese teure Firma nicht viel mehr gemacht hat, als etwas plakativ gesagt zu googeln und in die öffentlichen Handelsregister zu schauen. Dass es unter der angegebenen Adresse in Shanghai gar kein Unternehmen gibt, ist KPMG nicht aufgefallen, obwohl die ein Büro vor Ort haben. Das haben erst die SWR-Recherchen ergeben. Naja, und auch in Hessen war die Freude offensichtlich groß, dass man die Anteile am Landesflughafen Hahn jetzt loswerden kann, dass man sogar noch Geld dafür bekommt. Und im Haushaltsausschuss hat Finanzminister Schäfer den Fraktionen empfohlen, dem Deal zuzustimmen. Und seiner Flughafenkompetenz scheinen ja doch noch einige in diesem Haus zu vertrauen. Denn alle Fraktionen außer uns haben diesem Deal zugestimmt. DIE LINKE hat als einzige Fraktion gegen den Verkauf gestimmt. Und ich glaube, das war auch sehr richtig, dass wir das getan haben. Wir sind der Meinung, ein Flughafen gehört zur öffentlichen Infrastruktur. Es ist auch eine Lärm- und Gefahrenquelle. Deswegen sollte man einen Flughafen unserer Meinung nach gar nicht verkaufen. Aber man sollte ihn schon dreimal nicht verkaufen an einen derartigen windigen Investor mit derartigem windigen Geschäftsmodell. Meine Damen und Herren, in Mainz muss sich die SPD-Ministerpräsidentin heute Morgen einem Misstrauensvotum stellen. Die rheinland-pfälzische CDU unter Julia Klöckner schießt ja mit ganz großen Geschützen auf die Landesregierung. Fiasko, Eidbruch, Wählertäuschung, maximale Intransparenz. Ganz anders die Hessen-CDU, die ja sonst mit Empörung sich ganz gut auskennt. Der Rhein spaltet die CDU offensichtlich in zwei Parteien. Und obwohl man hier praktisch ein Fünftel des Verkaufs mitverantwortet, teilt in Hessen keiner die Empörung von Frau Klöckner, sondern im Gegenteil. Das hessische Finanzministerium erklärt vor zwei Wochen beim Ausbleiben der ersten vereinbarten Rate seitens des Käufers
Wir haben weiterhin volles Vertrauen in das Vorgehen der Rheinland-Pfälzer. Sonst stellen Sie sich immer hin und ziehen über Rheinland-Pfalz her. Aber jetzt kommt Rheinland-Pfalz natürlich gerade recht, um sich dahinter zu verstecken. Und wir wüssten vom hessischen Finanzminister schon ganz gern, wieso er dem Haushaltsausschuss empfohlen hat, dem Verkauf zuzustimmen, wie er das geprüft hat. Es geht hier um öffentliches Eigentum der Bürgerinnen und Bürger. Mit dem muss man verantwortungsvoll umgehen. Deswegen haben wir Ihnen auch einen Brief geschrieben. Und, Herr Finanzminister, heute erwarten wir Antworten auf die Fragen, die wir da gestellt haben. Ich komme zum Schluss. Ich finde, dieses Desaster zeigt auch, dass es ein Problem ist, wenn politische Entscheidungsprozesse zunehmend privatisiert und an externe Unternehmensberatungen ausgelagert werden. Auch das Land Hessen hat in den letzten Jahren Millionen Euro für Gutachten und andere Aufträge an diese Unternehmen bezahlt. Ich finde, hätte das Ministerium selbst die Expertise und das Personal, um Prüfungen vorzunehmen, Kollegin Wissler, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Dann hätte man hier Geld sparen können und hätte nicht so ein Desaster verursacht, dass KPMG nicht richtig prüft und dann die Landesregierung nicht richtig hinschaut. Ich glaube, auch das ist eine Mahnung aus diesem Desaster von Hahn. Und ich bin sehr gespannt, Herr Minister, auf Ihre Ausführungen zum Thema. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Kaufmann, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Einige wenige Bemerkungen möchte ich zu dem Thema machen. Erstens. Heute Morgen war im hr zu hören, dass diese Aktuelle Stunde, die wir gerade jetzt begonnen haben durch die Rede von Frau Wissler, die spannendste aller Aktuellen Stunden werden soll. Ich fürchte, der Rundfunk hat damit vielen Zuhörern eine Enttäuschung bereitet, denn das, was wir gerade erlebt haben, Kollegin Wissler, war nichts, im Wesentlichen nichts anderes, als dass Sie Zeitungsartikel vorgelesen haben, die wir alle schon kennen. Die zweite Anmerkung. Wir dürfen uns erinnern, DIE LINKE hat bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 13. März dieses Jahres das grandiose Ergebnis von 2,8 % erzielt. Deswegen muss sie jetzt hier versuchen, in Hessen die Ersatzbühne zu suchen. Wie viel lieber hätten Sie an der Seite von Julia Klöckner und der AfD gekuschelt bei der Diskussion um dieses Thema und bei der heutigen Misstrauensdebatte, die übrigens, wie Sie vielleicht schon gelesen haben, gescheitert ist. Meine Damen und Herren, die dritte Bemerkung lautet, es ist sicherlich eine Frage des Geschmacks oder vielleicht auch der Sensibilität. Aber die Aktuelle Stunde unter das Thema zu setzen und dann das auch noch hier hervorzuheben, ein Bibelzitat, Lukas Kapitel 23, Vers 34, denn Sie wissen sich, was Sie tun, ist zumindest ein falsch gegriffenes Zitat, erlaube ich mir zu sagen. Denn wie Sie vielleicht, falls Sie die Bibel kennen, wissen, das sind die berichteten letzten Worte von Jesus Christus. Meine Damen und Herren, Hessen und der Haushaltsausschuss wussten sehr wohl, was er tat, wenn ich daran anschließen darf. Und was er tat, war völlig richtig. Und er würde es, denke ich, auch wieder tun. Und wenn Sie sich in die Drucksache hineingelesen hätten, die wir damals vorliegen haben, dann war völlig klar, dass es für uns drei Möglichkeiten gibt, nämlich erstens, den Flughafenanteil zu behalten, obwohl wir damit wirtschaftlich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Die zweite Möglichkeit war es, für einen Euro an Rheinland-Pfalz quasi zu verschenken. Und die dritte Möglichkeit ist die, dass wenn Rheinland-Pfalz als Akteur und 82,5-prozentiger Besitzer eine Verkaufsoption hat, sich der anzuschließen. Und das war ein Angebot, das am Ende gescheitert ist. Das stimmt, aber für uns völlig schadlos und völlig normal, weil das immerhin deutlich mehr als 1 Million eingebracht hätte. Und wenn Rheinland-Pfalz den Verkaufsprozess jetzt fortführt und einen anderen Käufer, wir hoffen alle, dass das dann klappt, ausnahmsweise mal, aber dann würden wir uns dem wieder anschließen, finde ich. Und das war auch richtig so. Meine Damen und Herren, jede Alternative, die Sie bieten, wäre größerer Schaden für das Land Hessen, würde uns nämlich etwas kosten. Nur was fordern Sie? Sollen wir den Hahn behalten oder sollen wir an Rheinland-Pfalz verschenken? Äußern Sie sich doch einmal. Wir wären den Hahn gern los.
weil Hessen nichts Vernünftiges damit mehr anfangen kann. Ich will jetzt nicht die Geschichte beleuchten, warum die Idee mal entstand, da Frankfurt-Hahn draus zu machen. Das ist Geschichte und hat uns und hat auch Fraport viel Geld gekostet. Das Geld ist aber weg. Und insoweit gäbe es für uns allerdings die Möglichkeit, noch ein bisschen zurückzuholen. Deswegen, es ist weniger spektakulär für die hessische Politik, noch von besonderer Bedeutung. Es ist ein klein wenig bedauerlich, nämlich vor allem deshalb, weil die Einnahme uns jetzt nicht zukommt. Ansonsten haben wir, und dabei bestehe ich darauf, alles richtig gemacht, Verluste in Hessen aufzuhäufen. Das kann nicht passieren. Jeder Verkauf wäre für uns, weil für uns der Flughafenanteil bereits abgeschrieben ist, ein außerordentlicher Ertrag. Und wenn DIE LINKE keinen außerordentlichen Ertrag für das Land haben will, dann ist das ihre Sache, zeugt aber in keiner Weise von wirtschaftlichem Sachverstand. Vielen Dank. Vielen Dank. Kollege Dr. Arnold ist der nächste Redner, CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir alle sind heute Morgen erneut Zeuge geworden, dass die Frau Kollegin Wissler mit ihrem Beitrag erneut mit großem Vergnügen Häme ausgegossen hat über alle möglichen Leute, die jetzt in diesem Zusammenhang mit dieser Flughafen-Hahn-Geschichte stehen. Aber ich muss einsmal sagen, kommen Sie zurück zur Sache und kommen Sie auch zurück zu den Dingen, die uns in Hessen interessieren und nicht die von Rheinland-Pfalz. Ich will deutlich mal eins sagen. Der Kollege Kaufmann hat erläutert, dass der Flughafen Hahn für Hessen inzwischen keine strategische Bedeutung mehr hat. Es ist auch klar, dass durch die Gesellschaftervereinbarung diese Anteile am Hahn Hessen nicht belasten. Es ist insofern nach wie vor großes Interesse, die Anteile am Flughafen Hahn an einen Investor zu veräußern. Und nichts anderes haben wir hier zu diskutieren. Der hessische Finanzminister hat im Haushaltsausschuss am 15. Juni 2016 den Sachverhalt genau vorgetragen. Und ich werfe Ihnen vor, dass Sie mit der Formulierung Landesregierung wollte die Anteile am Flughafen Hahn verscherbeln, hier einen Ton hineinbringen, der überhaupt nicht reingehört. Denn es ist eindeutig, dass in Rheinland-Pfalz die Landesregierung den Flughafen Hahn an einen Investor weitergeben will. Sie hat ein transparentes, klares Verfahren, Vergabeverfahren dort in Gang gesetzt. Es ist ein Höchstbietender ermittelt worden, und dieser Höchstbietende wollte auch für rund 1,4 Millionen € die Anteile von Hessen erwerben. Daran ist überhaupt nichts zu kritisieren. Im Gegenteil, es ist eine Frage der Verhandlungen, dass Hessen hier sogar für diese Anteile, die eine ganze Weile brachgelegen haben, dort auch tatsächlich nur etwas erlöst, nach Vergaberecht, nach Landeshaushaltsordnung, absolut in Ordnung. Und ich wiederhole noch einmal sehr deutlich, Finanzminister Thomas Schäfer hat das im Haushaltsausschuss klar und transparent und nachvollziehbar erklärt. Insofern ist diese Aktuelle Stunde von Ihnen heute Morgen nichts anderes als Klamauk und hat mit der Sache wenig zu tun. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. – Nächster Redner ist Herr Hahn, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, in den 90er Jahren titelten die Zeitungen, Hahn ist die Alternative. In der vergangenen Woche titelte die FAZ, Hahn macht sogar KPMG-Probleme. Das ist eine Geschichte, die in den letzten 15, 20 Jahren mit dem Hahn, wie Roland Koch immer gesagt hat, dem nach mir benannten Flughafen in Hunsrück, diese Geschichte hat sich in den letzten 15 Jahren arg verwandelt. Kollege Kaufmann hat schon darauf hingewiesen, es war eine strategische Überlegung, die dazu geführt hat, dass die Fraport AG, ich glaube, es war sogar damals noch die FAG, müsste man aber mal schauen, wann der Kauf gewesen ist,
große Anteile an dem Hahn gekauft hat, da das Ziel vorhanden gewesen ist, eine Lösung mit der Entwicklung der neuen Landebahn und einem dann sozusagen 5-Pisten-Flughafen zu organisieren. Das hat bekanntlich nicht geklappt. Die Europäische Kommission hat dem letztlich einen Riegel vorgeschoben. Und ab diesem Zeitpunkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, gab es in meinen Augen jedenfalls niemanden, der noch ein Geschäftsmodell sich erdenken und umsetzen kann, das zum Ziel hat, dass auf dem Hahn schwarze Zahlen geschrieben werden können. Ich bezweifle, dass es ein solches Geschäftsmodell noch gibt. Auch wenn viele immer wieder versucht haben, z. B. das Thema Logistik dort aufzubauen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Cargo wurde immer erzählt, wäre der Renner auf dem Hahn. Ja, aber nicht per Flugzeug, sondern per Lastwagen. Das hat die Zahlen ein bisschen geschönt. Und ich habe deshalb überhaupt kein Problem, darauf hinzuweisen, dass in der letzten Legislaturperiode ich, die Freien Demokraten, die Idee hatten, dass sich das Land Hessen vollständig von der Beteiligung an dem Flughafen Hahn trennt. Mein damaliger Kabinettskollege und heutiger immer noch Finanzminister Thomas Schäfer sagte aber immer, warte noch einmal ab, es könnte ja noch etwas Gutes daraus werden. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, habe ich auch für die FDP-Fraktion in der letzten Haushaltsausschusssitzung Thomas Schäfer gelobt. Ich habe festgestellt, Thomas, du hast recht, jetzt kriegen wir doch noch knapp 2 Millionen €. Hätten wir mein Modell gefahren, hätten wir nichts gekriegt. Aber auch das ist schon wieder ein paar Wochen her. Also die Geschichte des Hahns ist ja doch relativ volatil. Und jetzt wissen wir, Hessen kriegt nichts. Also mein Lob, lieber Thomas Schäfer, nehme ich hiermit wieder befristet zurück. Befristet zurück. Kann ja sein, dass ich es wieder aufleben lasse, aber ich nehme es befristet zurück. Und jetzt zum Ernst der Sache. Und da, lieber Kollege Arnold, bin ich vollkommen bei Ihnen. Es ist nichts passiert. Für Hessen ist nichts passiert. Aber wenn Sie sich schon loben, Frau Wissler, Sie waren ja gar nicht da gewesen. Und das Protokoll gibt es noch nicht, also können Sie es auch noch nicht nachgelesen haben. Der Einzige, der die Frage hinsichtlich der Seriosität des Investors gestellt hat, war der Vertreter der Freien Demokraten, nämlich ich. Ich habe ausdrücklich noch einmal, ja, guck doch mal nach. Dann guck doch mal nach im Protokoll. Ich habe ausdrücklich auf die Berichterstattung hingewiesen. Ich habe ausdrücklich auf die Berichterstattung hingewiesen, die in der FAZ und in einer Mainzer Zeitung gewesen ist und wo die Bedenken geäußert worden sind, ob dieser Investor seriös ist oder nicht. Und habe gebeten, dass das Finanzministerium diese Fragen noch einmal klärt. Das ist durch Zeitablauf jetzt auch für die Tüte, weil das haben andere geklärt. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Verbindung zwischen dem Land Hessen und dem Flughafen Hahn im Hunsrück oder Flughafen Frankfurt-Hahn im Hunsrück war einmal strategisch angedacht. Das war klug. Als wir gemerkt haben, dass das strategische Ziel nicht zu erreichen ist, hat das Unternehmen selbst versucht, sich zu retten. Es hat einen sogenannten Hahntaler im Aufsichtsrat beschlossen. Und dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, das muss man schon noch einmal hier deutlich machen, weil es typisch für eine absolute SPD-Mehrheit in Rheinland-Pfalz gewesen ist, als dann der Chef von Ryanair, Herr O'Leary, gesagt hat, nein, eine solche Hahntaler akzeptiere ich nicht. Ich ziehe meine, damals waren es, glaube ich, 8 Flugzeuge vom Hahn zurück, hat die Landesregierung Rheinland-Pfalz den Aufsichtsratsbeschluss wieder rückgängig machen wollen, hat sich selbst beteiligt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Verstaatlichung, liebe Frau Wissler, bringt halt nichts und hier auch wieder nichts. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Weiß, SPD-Fraktion. Hier liegt noch ein Kulli. Genau. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Wissler, vielleicht zunächst zu Ihnen.
Sie müssen sich schon überlegen, ob Sie mit so einer Rede hier als hessische Julia Klöckner gelten möchten, wenn Sie Ihre Reden aus dem Rheinland-Pfälzer Landtag hier in Hessen noch einmal halten. Ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist. Frau Klöckner hat jetzt mehrmals eine Wahl verloren und ein Misstrauensvotum verloren gegen Kurt Beck. Jetzt hat sie eine Wahl verloren und ein Misstrauensvotum verloren gegen Malu Dreyer. Da scheint ein bisschen Scheitern das politische Prinzip zu sein bei ihr. Von daher weiß ich nicht, ob das so erstrebenswert ist, ihr da zu folgen. Ja, offensichtlich hat sich Frau Klöckner so ein bisschen die Hessen-CDU zum Vorbild genommen, so eine im Landtagswahlkampf noch so eine Prise Ausländerfeindlichkeit mit reingestreut. Nur die Glaubwürdigkeit war bei ihr, bei ihrem Zickzackkurs, dann da halt nicht so hoch in der Frage wie bei Herrn Koch damals. Und von daher ist das offensichtlich bei ihr ein Problem gewesen. Ich kann auch nicht so ganz verstehen, dass Sie jetzt in Ihrer Rede doch offensichtlich zu Ihren großen Vorbildern der Hessen-CDU so wenig Dankbarkeit hat, dass Sie mit Ihren Angriffen auf die Rheinland-Pfälzer Landesregierung natürlich auch gleichzeitig die hessische Landesregierung hier in Hessen angreift. Aber ich muss schon fragen, auf diese ganzen Empörungsorgien, die da gerade in Rheinland-Pfalz ablaufen, da schauen wir aus Hessen schon etwas ungläubig drauf, auf diese Rücktrittsforderungen. Für das, was da in Rheinland-Pfalz gerade ein Rücktritt gefordert wird, dafür bekommt man in Hessen nicht mal Minus in der Sonntags-FAZ, habe ich das Gefühl. In Hessen, und das ist besonders irritierend für uns hier in Hessen, weil bei uns wird ja gar nicht mehr zurückgetreten. Das ist, seit Roland Koch ist ja die Messlatte für politische Rücktritte so etwas von niedrig gesetzt. Da ist ja, also Herr Bouffier kann rechtswidrig Posten besetzen, Frau Puttrich kann Millionenschäden verursachen, Frau Kühne-Hörmann kann auf die Nase fallen mit der Förderung von privaten Elite-Universitäten. Rücktritte gibt es hier in Hessen jedenfalls nicht mehr. Worüber reden wir hier in Rheinland-Pfalz? Bei der Debatte, die die LINKEN hier angestoßen haben. Der Flughafen Hahn ist da die größte Infrastruktureinrichtung. Es gibt seit Jahren Versuche, private Investoren daran zu holen. Die KPMG hat das aktuelle Verfahren jetzt begleitet. Die SYT, die chinesische, hat es gewonnen. Sie hat geboten einen zweistelligen Millionenbetrag und Investitionen. Und die KPMG hat für dieses Modell grünes Licht gegeben. Dann kommt das nicht zustande, weil das manchmal mit Investoren aus China so ist, dass es da Schwierigkeiten gibt. Das ist jetzt nicht wirklich etwas Neues. Wenn wir da mal nach Lübeck schauen oder was den Flughafen angeht, aber wir müssen gar nicht so weit wegschauen, wenn wir mal nach Bad Orb schauen oder mal nach Bad Vilbel oder man kann mal bei der WHF Bank in Frankfurt nachfragen, wie das so ist mit den chinesischen Investoren. Da gibt es halt manchmal Probleme. Das hat unterschiedliche Ursachen. Unter anderem liegt das daran, dass es in China halt kein Bonitätsprüfungssystem gibt, wie z.B. hier in Deutschland die Schufa. Und ich frage mich ganz ehrlich, wo ist da der politische Skandal? Wo ist da der politische Skandal? Wenn die Rheinland-Pfälzer Landesregierung sich über dieses Votum und die Empfehlung der KPMG weggesetzt hätte und z.B. einen anderen Bieter zum Zuge hätte kommen lassen, der 1 € geboten hat, das wäre ein Skandal gewesen. Da hätte sich Frau Klöckner wahrscheinlich angekettet an den Rheinland-Pfälzer Landtag. Aber diese Empfehlung, die jetzt hier, dass der gefolgt wurde, ich kann da, weiß Gott, keinen politischen Skandal in der Sache entdecken. Und jetzt zur hessischen Rolle. Herr Dr. Arnold, Sie haben angesprochen, dass es hier für das Land Hessen keine andere Option gegeben hat. Das ist richtig. Und deswegen kann ich auch nicht verstehen, warum DIE LINKE dieser Vorlage nicht zugestimmt hat und warum sie hier sogar noch so stolz darauf ist. Denn völlig klar ist, ab 2024 wird die EU-Kommission über dem Flughafen Hahn den Daumen senken. Und spätestens da ist die Chance relativ groß, dass dann Feierabend ist. Und was man dann noch mit den Beteiligungen möchte, das muss vielleicht DIE LINKE dann auch einmal erklären. Die Frage ist allerdings, warum gab es hier keine andere Option, Herr Dr. Arnold? Und das muss man schon einmal fragen. Der Vertrag von 2009, den die damalige hessische Landesregierung abgeschlossen hat, der sieht halt keine anderen Möglichkeiten vor, außer dass wir uns an Rheinland-Pfalz dranhängen oder für 1 € an Rheinland-Pfalz verkaufen. Diese Einschränkung hat die damalige hessische Landesregierung 2009 zu verantworten. Das ist die Verantwortung,
Das ist die Verantwortung von Herrn Minister Schäfer, auch was die Vorlage jetzt angeht. Ich habe zwei Nachfragen gestellt, und so viel Herr Kollege Hahn zum Haushaltsausschuss. Erstens hat Herr Schäfer im Haushaltsausschuss gesagt, dass er von der rheinland-pfälzischen Landesregierung über den Staatssekretär Stich regelmäßig unterrichtet wurde. Und zweitens ist die Vorlage, die wir da hatten, nachweislich falsch. Nachweislich falsch. Da steht unter anderem drin, dass die SYT in den Bereichen Luftfahrt große Kompetenz hat. Ich habe noch einmal nachgefragt, weil anderthalb Wochen vorher bereits an der FAZ stand, dass das falsch ist. Trotzdem hat die Landesregierung gesagt, das hat die KPMG so gesagt und ist bei dieser Vorlage geblieben, die nachweislich Kollege falsch Weiß, ist. Ihre Redezeit ich will nur sagen, das sind auch die Verantwortlichkeiten des hessischen Finanzministers. Und Herr Schäfer, Sie können ja noch etwas zu dieser Vorlage hier sagen. Die Ergebnisse sind, KPMG hat sich blamiert. In China heißt es schon von der Abkürzung, keiner prüft mehr genau für KPMG. Es wurden in Rheinland-Pfalz Fehler eingeräumt, das ist richtig. Und ich finde, dass auch die hessische Landesregierung gut daran tun würde, in dieser Angelegenheit den einen oder anderen Fehler einzuräumen, unter anderem die Fehler, die in dieser Vorlage des Haushaltsausschusses waren. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Wolff. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In der Tat eine Gelegenheit, heute den kleinen hessischen Anteil an einem Flughafen, einem exterritorialen Flughafen, noch einmal auch im Hessischen Landtag zu diskutieren. Lassen Sie uns vielleicht die Vorgeschichte, hat Jakob Hahn ja ausführlich geschildert, deshalb brauche ich darauf nicht mehr eingehen. Ausgangspunkt ist deshalb das, was Herr Kollege Weiß am Ende seiner Rede angesprochen hat, die Vereinbarung damals aus dem Jahr 2009. Damals ging es um die Frage, steigt auch das Land Hessen aus dem Flughafen aus oder bleiben wir drin und zu welchen Bedingungen? Die Rheinland-Pfälzer waren sehr daran interessiert, dass wir drinbleiben und haben uns deshalb angeboten, ihr bleibt drin, ihr habt aber keinerlei Verpflichtungen mehr zur Nachschusspflicht, keine Verpflichtung zur Verlusttragung, ihr bleibt nur einfach dabei. Und zu diesen Regeln des einfach nur dabeibleibens, ich finde, das ist einer der größten Verhandlungserfolge von Karl-Heinz Weimar, mit dem damaligen Wirtschaftsminister Hering in Rheinland-Pfalz, gehörten dann auch die Regularien für den Fall, dass es zu einem Ausstieg Rheinland-Pfalzes aus der Beteiligung geht, wie wir uns dann entsprechend abgestimmt verhalten. So kam es zu der entsprechenden vertraglichen Konstruktion, die dazu geführt hat, dass als die Rheinland-Pfälzer ihren Prozess gestartet haben, muss man ja auch hinzufügen, sie haben diesen Prozess ja nicht freiwillig gestartet, sondern sie haben ihn gestartet, weil die EU-Kommission, mit der die Kooperation des Landes Rheinland-Pfalz in der Vergangenheit jedenfalls nicht so war, dass es jedenfalls künftig im Lehrbuch für korrektes Verhalten gegenüber der EU-Kommission stehen wird, ihnen gesagt hat, entweder ihr privatisiert, dann haben wir eine Chance, noch weitere Beihilfen zu genehmigen. Denn zu dem Privatisierungspaket gehörte ja auch und deshalb auch ein potenziell positiver Veräußerungserlös, dass im deutlich zweistelligen Millionenbereich das Land Rheinland-Pfalz Subventionen für die Zukunft in Aussicht gestellt hat. Vor diesem Hintergrund hatten wir dann die drei Möglichkeiten, die Kollege Kaufmann geschildert hat. Und wir haben signalisiert dem Land Rheinland-Pfalz, dass wir bereit sind, an dem von ihm benannten Investor ebenfalls zu verkaufen. Ich habe aber auch im Haushaltsausschuss darauf hingewiesen, vor dem Hintergrund, dass wir keine Verhandlungen mit dem Investor geführt haben, wir Wert darauf gelegt haben, dass mit der Entscheidung zu verkaufen wir danach mit dem Hahn auch gerade gar nichts mehr zu tun haben wollen. Deshalb waren wir auch bereit, einen etwas geringeren Verkaufserlös zu akzeptieren, um jedwede Haftung für weitere Fragestellungen für die Zukunft auszuschließen. Es ging uns ausschließlich darum, die Beteiligung, für die es keine strategische Notwendigkeit mehr gab, zu monetarisieren und einen größtmöglichen Vorteil für die hessischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zu generieren. So, meine Damen und Herren, deshalb finde ich es ja schon fast ein bisschen süß, dass DIE LINKE im Haushaltsausschuss als eines der Argumente
Man müsse doch auch an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Hahn denken. Wenn Sie einmal zum Ausdruck gebracht hätten, dass Ihnen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an den anderen beiden Flughafenstandorten, an denen das Land Hessen beteiligt ist, auch nur einen Pfifferling wert wären, dann wäre das ein glaubwürdiger Vortrag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, Sie ging. Ja, Frau Wissler, Sie waren ja auch nicht im Haushaltsausschuss dabei. Sie durften ja jetzt hier nur die Festtagsrede halten. An der Arbeit im Haushaltsausschuss war ja Ihr Kollege anwesend. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb bleibt es am Ende ausschließlich ein monetäres Interesse. Und deshalb ist es auch ein Unterschied, wenn ich nur ein Interesse daran habe, etwas zu veräußern, oder als rheinland-pfälzische Landesregierung natürlich ein weit anderes Interesse haben muss. Die Rheinland-Pfälzer haben ein Interesse, diesen Flughafen weiterzuhaben. Die Rheinland-Pfälzer haben ein Interesse daran, zu wissen, wem sie 60 bis 80 Millionen € Subventionen für die Zukunft anvertrauen. Insofern sind all die Fragestellungen, die Sie hier gestellt haben, im Rheinland-Pfälzer Landtag zu adressieren. Lassen Sie mich ganz zum Schluss eines noch hinzufügen. Das Einzige, was bei uns entstanden ist, ist ein Telefonat zwischen dem Ministerium bzw. unseren Anwälten und den Anwälten der Gegenseite, der chinesischen Seite. Es gibt keinen Vertrag, sondern nur sozusagen eine Verabredung, einen Vertrag schließen zu wollen, wenn das Verfahren fortgesetzt worden wäre. Das ist nicht fortgesetzt worden. Und deshalb wird Jörg-Uwe Hahn mit der Frage, ob wir am Ende mehr als 1 € erlösen werden oder nicht, werden wir noch ein bisschen warten. Jetzt werden wir sehen, was die Rheinland-Pfälzer machen. Denn für das Land Rheinland-Pfalz steht viel auf dem Spiel. Nämlich die Frage, wenn Sie keinen Investor finden, besteht ein hohes Risiko, dass es den Flughafen Hahn dann am Ende nicht mehr geben wird. Welche Folgen das in der Rheinland-Pfälzer Landespolitik hätte, wage ich mir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auszumalen. Vielen Dank. Vielen Dank. Damit ist die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 44, besprochen.